Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dr. Pasta Spiel des Jahres 2020. Wir spielen Freddy Spaghetti weiter, Freunde. Ja, und was ist mit Freddy geschehen? Mittlerweile die Reise durch die Zukunft führte uns plötzlich dann doch in die Vergangenheit. Vielleicht gibt es einen Showdown, einen Mexican Standoff auf der Straße oder eine Schlägerei im Saloon. Vielleicht auch eine große Trinkerei und danach eine Nacht mit den Dirnen. Wer weiß schon, wie das Leben einer Spaghetti eigentlich abläuft. Rumor has it that even the lead went running. Sogar die Führung. Oh nein, Alter. Was passiert? Verschwendung? Wie, Verschwendung? Muss ich die aufhalten, die Geschosse? Was genau soll ich machen? Muss ich die kaputt machen? Oh Gott. Oh, echt jetzt? Oh Gott. Wo denn? Da. Ah! Oh nein. Okay, warte mal. Gelb ist rechts, grün ist links, ne? Okay. Gelb ist rechts, grün ist links. Ah. gelb ist rechts, grün ist links. Da ist gelb. Oh. Oh, zurück damit. Wehrt sie ab, die Kugeln. Wehrt sie ab. Okay. Okay. Jetzt schnell. Schnell verschwinden. Okay. Alles klar. Wir haben wieder Leben gerettet. Wir sind jetzt der neue Sheriff in der Stadt. Okay. Ich verstehe oft nicht. Way too much, if you ask me. Ouch. Oh ja, los, ab in den Knast Ouch. Mit dir. Ab in den Knast. Ouch. Los, ich bin jetzt der neue Sheriff. Ouch. Der Nudelkönig. Ja, weiter, hier, Tür zu. So, eingesperrt haben wir dich. Kopfgelder kassiert. Weißt du, was ich mir davon kaufen kann? Neue Nudeln. Und die mache ich dann zu einer großen Nudelarmee. Ja, und diese wird dir dann ungemerkt in den Mund kriechen. Oh, die Steppenhexen hier, so heißen die. Tumbleweed. If it wasn't for all the tumbleweed, I fear Freddy would have stayed indefinitely. Okay. Oh, oh. Alles klar, Leute, es ist echt... Man weiß hier zwar oft nicht genau, was man tun soll, aber das, was man tun soll, ist oft sehr, 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 sehr schwierig. Vielleicht, wenn ich schnell genug bin. Vielleicht, wenn ich hart genug bin. Vielleicht, wenn... Oh, nein. Vielleicht, wenn ich einfach abwarte. Aber hier kann ich so relativ gut einfach durchrushen erstmal. Nein, stopp! Ah, Mist. Ich konnte nicht mehr anhalten, Leute. Ihr wisst ja, wenn einmal... Wenn so eine Nudel einmal in Schwung ist, ihr kennt das selber, ne? Von euren eigenen Nudeln. Ist nicht so leicht. Wenn die erstmal in Schwung sind, dann muss man schon mal warten, bis sie ausgeschwungen hat. Okay, okay. Ah, es wird staubiger, es wird staubiger. Ich habe das Gefühl, dass der Staub die Nudel irgendwie ein bisschen verlangsamt. Gute alte Staubnudel. Das ist eine Krankheit, die hatte schon Sigmund Freud. Kann man überall nachlesen. In Fachmagazinen. Playboy zum Beispiel. Da steht sowas drin. Puh, so. Ready, Freddy? Ready, Freddy? Für was? Okay, da lang muss ich nicht. Nach oben. Uah. Ja. Ja. Oh, Treppe hoch, Freddy. Komm schon. Hoch mit dir. Schaffst das, Freddy. Freddy kriegt es hin. Wenn nicht Freddy, wer dann, Leute? Einer muss die Welt retten. Einer muss es tun. Komm schon.
Ja. Na komm. Bisschen noch, Freddy. Bisschen noch. Auch mit dir. Nur du kannst sie alle retten. Ja. Welch glorreicher Aufstieg. Öffne die Tür. Da ist wieder eine Maschine. Wir können wieder zurück. Ja. Boom. Neue Zeitreise. Nächstes Level. This time, it wasn't me. It wasn't me, Alter. Wir sind auf einmal irgendwie eine digitale Supernudel in der digitalen Superwelt. Oh Gott, mit anderen Pixelfarben. Oh Mann, oh. Haha, die Mucke mag ich sehr. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh Mann. Komm schon, kleine Freddy. Spaghetti. Plopp. Düdeldüdelüd. Voll gut. No, really. Freddy had changed. Freddy hat sich verändert. Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, okay, hier kann ich Dinge kaputt machen. Ich schätze, das muss ich auch tun. Ja, hier sind noch Gläser. Eure Weingläser. Trinken Sie dazu, während Sie uns verspeisen. Da, Hydranten. Alles Feinde. Alles Nudelfeinde. Niemand ist der Freund der Nudel. Alle sind nur der Feind der Nudel. Da sind die Pfeilchen. Freddy geht nochmal seinen kompletten Datensatz durch. Alles, was in ihm gespeichert ist. Seine gesamte Erinnerung. Und da waren es die Hydranten und die Pfeilchen. Oh Mann, aua. Los, komm, Nudel, komm. His face might have been limited to my monitor, but his ambitions were towards the network. Er wollte ins Netzwerk. Denn über die digitale Welt kann er tiefer eindringen in die Materien. Oh, ey, das sind schnelle Cubes hier. Sehr schnelle Cubes. Na komm, wo ist der Nächste? Yes, okay. Dann, warte mal. Der linke ist lila, oder? Ja, okay. Das müsste ich mir mal merken. Na komm. Wo ist das Auto hier? Da. Oder der Cube. Jawohl, der Nächste bitte. Ja, danke schön. Okay, nächster. Oh! Das war shit, das war knapp. Oh, das war noch viel knapper. Okay, komm, 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 komm. Wo bleibt der? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Ich warte hier. Bis der kommt, so. Puh, okay. Freddy, are you there? I ask softly. Was nun? Muss ich jetzt hier unten? Nee. Warte mal. Okay. Muss ich das Ding da einsammeln in der Ecke? Oder wozu sind diese Punkte da? Hier lang? Wo muss ich hin? Da oben muss ich raus. Okay, wir beginnen mal hinten. Da lang ist nix. Da lang, da lang, da lang ist auch nichts. Da lang, da lang, da lang, oben lang. Oben dann hier runter vielleicht irgendwo. Vielleicht da lang. Vielleicht hat es extra lang gemacht. Weiß man ja nicht, ne? So, 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 so. Dann hier rum, dann da rum. Ne, okay, warte. Dann hier lang.
Ach so, die roten Dinger sind so Übersichtspunkte, glaube ich, ne? Damit man... Okay, verstehe. Verstehe. Komm, Leute, wie damals auf der Toilette, wenn da eine Mickey-Maus-Zeitung lag und man die Labyrinthe mit den Fingern und einem Streifen gelöst hat. Falls man keinen Kuli dabei hatte, wisst ihr ja. Nee, ich glaube, es ging irgendwo hier unten lang. Komm her. Ging irgendwo hier unten lang und dann wieder nach oben. Also das ist schon Labyrinth für Rätselkönige hier. So, hier lang. Haha, ich glaube, ich schaffe es. Oder? Ich glaube, da mussten wir hier oben rum. Ach, komm schon. Na komm. Los. Eins, zwei, drei. Also, eine Nudel, das weiß jeder, ja, dass du eine Nudel mit einem Labyrinth nicht aufhalten kannst. Nudeln sind von Natur aus quasi Labyrinth-Profis, quasi die Grundeigner von Labyrinthen und die Erfinder. Und es ist Quatsch, eine Nudel mit einem Labyrinth aufhalten zu wollen. Alter, das ist ein langer Weg hier. Es ist ein langer Weg durch dieses Labyrinth. Ich wette, es gibt auch noch einen schnelleren, oder? Aber guck mal, wir sind schon relativ weit oben angekommen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie herausfinden, wie ich jetzt hier quasi... Oh, oh, ey, warum steckt der hier fest? Steckt da nicht fest, Nudel. Komm raus. Ich meine, jetzt immerhin sind wir plötzlich eine digitale Nudel. Und digitale Nudeln sind viel besser als andere Nudeln. Aua, komm, jetzt. Die Erfindung der Computernudel. So, jetzt müssen wir nur noch einmal hier außen rum. Dann habe ich aber auch das ganze Labyrinth durch hier. Dann habe ich aber auch das ganze Labyrinth durch. Dann muss ja irgendwann das Ende kommen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch... Obwohl, das wäre natürlich echt fies. Das wäre echt fies, wenn jetzt hier noch so eine Ecke kommt irgendwo. So nach dem Motto, oh ja, muss wieder zurück, boy. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier oben lang gehen, dann müsste es eigentlich hinhauen. Nee, nochmal runter nicht, sondern hier lang. Ja, ja, okay, sehr gut. Haha. Nicht nur Geschick, sondern auch Schlauheit to the max. Okay, da hat er's. Da ist er raus hier aus dem Labyrinth. Ich könnte mich nicht mit einem kleinen Labyrinth aufhalten. 4:20 habe ich dafür gebraucht. Ach du meine Güte, das war echt ein großes Labyrinth. Let's play a little game. A deep voice replied. Oh nein! Autsch. Autsch. Oh, Spiel vorüber. Ach du Kacke. Okay. Das ist die Nudel meiner Jugend quasi. nur dass die Spiele früher leichter waren, weil da unten das Ding nicht mit Spaghetti ver... Fliegt das jedes Mal random? Oh Gott, ey. Autsch. Na komm. Ja. Autsch. Autsch. Nein. Oh Mann, oh, warum ist das so schwer? Ey, als ob der wieder berührt. Na, ey, weil er sich nicht bewegt. Autsch. Eieieiei. Das ist ja ein Mist. Oh Gott, ist das ein Mist. Wenn ich die Nudel komplett bewegen könnte, okay. Aber das ist ja... Autsch.
Guck mal, du kannst nicht schnell genug laufen. Autsch. Nein! Oh, Mann. Oh, das wird niemals funktionieren hier. Niemals im Leben wird das funktionieren. Guck mal, er geht gar nicht in die Richtung. Autsch. Jetzt aber. Autsch. Nein! Oh, du kannst es so schnell nicht bewegen, das Ding. Autsch. Also selbst wenn du beide, wenn du die Richtung voraussehen kannst, schaffst du es nicht. Es ist zu schwer, weil die Nudel sich nicht bewegt. Autsch. 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 Ah, es geht nicht. Autsch. Wie oft muss ich den denn treffen da? Oh, nee. Autsch. Boah, kann ich da oben einfach reinfahren? Das ist ja grausam. Nee, kann ich nicht mal. Ich kann nicht mal. Hier ist noch irgendwo eine unsichtbare Wand. Oh Gott, ey. Autsch. Es geht nicht. Oh Gott. Komm schon. Komm. Autsch. Ist doch nicht nur möglich! Autsch! Autsch! Okay, übertrieben, übertrieben! Oh Gott, Leute, das ist übertrieben. Das ist übertrieben, Autsch. Leute, echt. Autsch! Nein! Oh! Autsch! Dann lauf doch! Autsch! Nein! Oh, es geht nicht. Es ist unmöglich. Das dauert noch. Das wird noch Stunden dauern hier. Wirklich jetzt. Das ist ja unglaublich krass. Nein, es geht nicht. Die Nudel ist einfach viel zu langsam. Autsch. Okay, komm jetzt. Autsch. Oh. Komm schon, Nudel! Autsch! Komm! Autsch! 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 Treffer! Jetzt schneller, schneller, lauf doch! Oh, es geht nicht! Sie läuft nicht! Mann! Autsch! Jetzt aber mal hinne machen hier, Nudel. Autsch. Autsch. Nein! Oh. Autsch. Autsch. Oh Gott, es ist vorüber. Es ist vorüber, Leute. Keine Ahnung, ob ich das Level, wie ich das schaffen soll. Ich habe keine Ahnung, ey. Autsch. Ach, komm schon! Autsch. Komm schon jetzt mal. Autsch. Oh, geschafft. Oh, oh Gott. Das bescheuerste Level, was ich je spielen musste, Leute. Oh Gott. Oh nö. Distracted. Freddy went to town. Wie, Freddy ging in die Stadt. Was hat er da gemacht? Pixelartige 3D-Häuser zerstört? Okay, das kriege ich hin. Das ist einfach. Oh nein, wie komme ich denn da jetzt dran? Was habe ich denn da jetzt zerstört? Habe ich die Zukunft kaputt gemacht? Komm schon! Ja!
Na, oh. Sehr schön. Und der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Boah. Ja, da brauchst du schon echt starke Sprünge. Ne, da musst du schon echt einer von den Harten sein. Ich weiß nicht, manche Level, die richtig gut aussehen, sind super kurz und gehen 10 Sekunden. Und sowas geht dann hier 5 Minuten. Ah, ist nicht ganz so vorteilhaft. Ist nicht ganz so vorteilhaft. Hätte man an anderen Stellen vielleicht, aber es ist meckern wieder auf hohem Niveau, ne? Also. Aber um sich Spielzeit, sag ich mal, zu strecken, hätte man schon noch viele andere schöne Möglichkeiten gehabt. Als jetzt hier jedes Mal dann, oh, und jetzt hier wieder rumhüpfen, bis es dann klappt. So. Klar, man könnte jetzt noch den Zeitaspekt dazu nehmen und sagen, ja, hier geht es ja auch ein bisschen um Zeit und so. Aber guck mal, hier passiert ja nichts. Hier passiert ja gar nichts, nichts. Minutenlang, keiner redet. Ich mache nur irgendwelche Symbole kaputt. Und das ist halt einfach nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Dafür, dass dann in anderen Leveln, wo richtig viel, da war eine richtig große Stadt im Hintergrund und du läufst 3 Meter und hast die Mission geschafft. Ach komm. Oh, Gott sei Dank. Ist es on? Immer noch nicht. Wie lange geht denn das? Muss ich das noch ewig machen? Freddy auf dem Weg zur Stadt macht Pyramiden platt. Keiner weiß, was Freddy hat, doch irgendwas hat er gemacht. Freddy geht die Straßen runter, macht ihr alles hier kaputt. Wie lang wird es weitergehen, bis Freddy endlich vertrocknet ist? Oh, da endlich. Endlich ist das Level vorbei. Okay, Leute, das... Oh. Das hat mich jetzt ganz schön runtergezogen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie viele Level noch übrig sind. Oh. Cyber-Level. Und danach sind wir wieder auf der Startseite. Okay, dann ziehen wir es jetzt durch, Leute. Nothing was stopping him. Nichts hielt ihn ab. Nichts hielt ihn ab. Nicht mal Feuer. Nicht mal das digitale Feuer. Ja, er zerstörte die digitalen Mauern. Und suchte sich den Weg nach draußen. Auch wenn sie brannten, konnten sie ihn nicht aufhalten. Bam! Nudeln sind feuerresistent. Nein, lasst euch das nicht erzählen. Es ist organisch, das brennt, Leute. Okay. Wie Verschwendung. Oh nee, jetzt sagt mir nicht, ich muss erst 40 Mal durch diese Mauern und dann könnte jeder halb... Guck mal, seht ihr, wie die so wegglitscht, wenn ich drücke? Die glitscht so nach links weg. Siehst du? Zack, zack, zack. Und mit der ausgepeitschten Backnudel soll ich jetzt versuchen, eine Mission zu schaffen. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es. Na komm, na komm. Oh. Okay, was ist eigentlich lila? Lila ist links, rechts ist rot. Okay. Oh, Kotzkrampf! Echt jetzt? Mann! Muss denn so ein bescheuertes Level hier sein jetzt? Entschuldigung, aber wirklich. Das ist halt immer das, was ich meine. Da hast du an einem Spiel wirklich Spaß und dann denkt man sich, ach komm, ich mach's nicht zu leicht, so sonst, ne? Und dann sitzt du da und hast aber... Man kann's ja schwer machen, aber so, es ist ja unschaffbar. Da sind so viele Dinger, das heißt, du musst hier jedes Mal und dann weißt du nicht, wie groß ist die Hitbox. So, und jetzt... Hopp! Oh. Und jeder kleine Pixel, den ich dann da treffe an den Dingern, beendet sofort das Spiel und du musst wieder von ganz vorne anfangen.
Es ist kein Dark Souls, Leute. Oh. Ich glaube, hier hat er irgendwas eingebaut. Vielleicht backt genau deswegen die Nudel so rum. Oh, Leute, ich gehe erst wieder ein Stück zurück. Sonst kriege ich das hier nicht geschissen. So. Oh, so. Puh. Es war wenigstens nicht so verbuggt, wie ich gedacht hätte. Aber pass mal auf. Da sind noch größere Stacheln. Ah, ja doch, guck mal, deswegen glitscht die Nudel, glaube ich, so, weil er da irgendwas eingestellt. So, lila, rot, lila, so. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Aber sowas meine ich, das ist halt sehr monoton. Sehr, und ob du das Level jetzt 50 Meter lang machst, so, ne? Das macht den Spielspaß nicht größer. Nee, nee, nee. Nochmal zurück. Ja, sehr gut. Sehr gut. Konzentration. Sehr gut. Konzentration. Vielleicht noch ein bisschen... Sehr gut. Konzentration. Boah, das ist der Nudeltunnel des Todes hier, Leute. Wirklich. Das ist der Nudeltunnel des Todes. Ich will das nie wieder machen. Nie wieder. Was ich für euch schon alles durchmachen musste. Er musste Videospiele spielen. Beschwer dich noch ein bisschen. Och, Mann. Muss das denn echt noch länger sein? Leute. Wirklich. Ey, dann macht man doch lieber zwei schöne Level mehr rein. Jetzt mal ganz im Ernst. Zwei hübsche Level mehr reingemacht, hätte dem Spiel echt nicht geschadet. Ah, Mauer 47 mit Hügel 99. Really? Oh Gott. Leute. Es hat so schön angefangen. Hat so viel Spaß gemacht, das Spiel. Wirklich. Hat richtig viel Spaß gemacht, das Spiel. Aber das ist jetzt einfach nur... Macht das Spiel noch länger. Oh Gott. Endlich geschafft. Endlich. Oh, rein. Oh Gott. Puh, 4 Minuten, Leute. He went down the rabbit hole. Jetzt ging er in den Kaninchenbau. Guck mal, das sind dieselben Level wie vorhin, nur... Naja, ein bisschen anders. Runter in den Kaninchenbau. Oh Mann. Ach Gott. Noch weiter runter. Ja, Freddy, komm in den Kaninchenbau. Wie bin ich überhaupt in dieser Cyberwelt gelandet? Ach ja, genau, ich musste ja irgendwie aus der Westernstadt wieder entfliehen. Warum in der Westernstadt der Typ in dem Zimmer eine Maschine hatte, weiß keiner so genau, oder? Hat das irgendwer erklärt? Aber sowas meine ich. Das ist so unnötig, Leute. Das ist wirklich so unnötig lang. Down the rabbit hole. Dann mach wenigstens ein paar Effekte rein und das Level kürzer. Was? Das ist jetzt nur noch dahin geklatscht, um ein Ende reinzukriegen, Leute. Komm schon, Junge, komm! Schneller, faster! Wow, yeah! Oh.
Das Dumme ist, fällst du jetzt hier irgendwo runter? Nicht durch das Ding, ne? Oh Gott. I tried reasoning. I tried pleading. I even offered him the latest game console. Only two options remained. Antivirus it was. Antivirus? Sind das Laser? Darf ich das berühren oder sind das Gitter? Ich schätze mal, es sind Laser. Ich will das gar nicht berühren. Aber wenn ich jetzt hier noch 3 Minuten vor einem Laser wegrennen muss, ne? Oh. Haha. Oh, Mist. Aha. He catched me. Oh nein, ernsthaft? Ich darf das nicht berühren. Oh mein Gott. Was ist denn das? Warum hat das Spiel so schön angefangen und endet so scheiße? Jetzt mal aber wirklich. Das hat nichts damit zu tun. Das ist kein Skill deswegen. Nein. Ich weiß, dass ich keinen Skill habe. Aber ich habe gerne Spaß an Videospielen. Und das verdirbt mir gerade wirklich das ganze Spiel, dieses Ende hier. Da, wofür bin ich jetzt 1,5 Minuten irgendwelche Platten runtergelatscht, um dann in diesen Raum zu kommen? So. Wisst ihr, was ich meine? So, warum musste ich 4 Minuten lang irgendwelche Dreiecke kaputt machen? Also da wäre mehr Potenzial gewesen. Da wäre mehr Potenzial gewesen. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Das Spiel kostet 3 Euro oder so, ne? Na komm, oh Mann. Lauf doch bitte einfach geradeaus! Das meine ich, er geht einfach dann auch manchmal nicht weiter. Seitdem die Nudel so rot ist, ist sie irgendwie ein bisschen glitschig. Oh, und der Flur wird einfach immer länger und länger und länger. Warum ist das so? Es hätte doch jetzt vollkommen gereicht. So, oh, flüchte vor dem Laser. Warum gehen andere Level, die cool sind, nur 10 Sekunden? Und warum gehen die Level, die blöd sind, 5 Minuten? Das ist, macht da gar keinen Sinn. Kommt jetzt das doppelte Ding? Nein, immer noch nicht. Ja. Ja, das meine ich. Du kannst dann nicht mehr richtig laufen. Weil du halt immer nach links und rechts musst. Was war das? Nein! Oh! Okay, okay. Ich bin jetzt in der Mitte des Levels. Ich habe kurz rausgeschnitten, wie ich meine Tastatur gefressen, meinen Computer zerstört habe und draußen in den Teich geworfen. Ich habe nicht mal einen Teich. Oh Gott, Leute, ey, muss man das so unnötig schwer machen? Muss man das? Muss man das wirklich? Ist das wirklich Ziel? Ist das wirklich Ziel des Spiels, das so unnötig schwer zu machen und so dumm, dass du nach 7 Minuten gefühlt, die du sowieso schon gelatscht bist, dann noch plötzlich hier so einen Scheiß vor die Füße gesetzt kriegst? Komm, jetzt, das muss aber gehen jetzt. Das muss aber gehen jetzt. Da darf nichts mehr kommen. Wenn da jetzt noch was kommt, ne? Boah. Oh, Alter. Wer da jetzt was? Ich habe das Level 40 Mal gespielt, Leute. Wie? Löschen Sie? Nein. Nein, will ich nicht. War das das letzte Level? Rest in peace, forever in our hearts. Freddy Spaghetti. Oh. Ich bin ein bisschen traurig, aber nachdem ich jetzt hier 20 Minuten dieses Level versucht habe, bin ich auch ein bisschen glücklich. Und ich gebe zu, ich habe einen großen Teil meiner Trauer und meiner Aggression
rausgeschnitten. Naja, eigentlich. Also ich habe jetzt noch 10 Minuten gespielt, mehr als. Oh, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und Seilphysik. Nudel, das war Nudelphysik. Oh Mann, okay. Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die jetzt hier gerade durch das Dings laufen, dass ihr so schön und nett an diesem Spiel gearbeitet habt. Aber überlegt euch nochmal, wie ihr das Ende designen wollt, bitte. Ja. Weil es bleibt, weißt du, es bleibt immer nur die letzte Tat in Erinnerung. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst das größte Spiel oder den besten Film aller Zeiten machen. Wenn das Ende kacke ist, dann hassen ihn alle. Wisst ihr, was ich meine? Ellen. Ellen hat auf Deutsch übersetzt. Ellen, vielen Dank. Oh, Leute, Leute. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Rauchen wieder anfange, ganz ehrlich. Aber doppelt. Immer zwei gleichzeitig. Ach, guck mal, Ellen hat auch auf Niederländisch übersetzt. Ellen, aha. So. Das Ende. Oh nein. Jetzt hat er mein Headset, kriegt auch noch einen Wackelkontakt, Leute. Oh, es kotzt mich so an alles. Warum muss das alles immer jetzt sein? Ach, ey. Geschafft! Wir haben es geschafft! Was ist Bonus? Nudeln, Nudeln, go. Spitzenpredator? Until that one fateful day. Hä? Moment, kann ich hier das Schicksal verändern von der Nudel? Was kann ich hier machen? Das schauen wir uns jetzt mal eben noch an. Schadet ja nichts. Okay. Spitzenpredator. Gänse. Die Gans ist der Feind, nicht der Mensch. Kalamari, was im Wasser ist. Okay, dann zeigt er uns nur Bilder. Naja, Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen und digital nudelfreien Tag. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss, reingehauen, ciao.